Das Durchsetzungsprogramm, wie alles begann. Vor mittlerweile über 10 Jahren traten 7 befreundete Möbelhausbesitzer an mich heran und sagten, Mensch Thomas, wir haben schon wahnsinnig viele Verkaufstrainings gemacht, die haben alle nichts dauerhaft gebracht. Kannst du uns nicht einmal erklären, wie man das umsetzt, was du immer in den Möbelhäusern bis jetzt gemacht hast? Bis dahin hatte ich nur in der Großfläche gearbeitet und da Monat ein, Monat aus im selben Möbelhaus selber die neuen Verhaltensweisen umgesetzt. Ich habe mir kurz überlegt, ob das für mich Zweck hat und habe daraufhin das Durchsetzungsprogramm entwickelt, wo jeden Monat die Führungskräfte einen Impuls kriegten, also Inhaber in diesem Fall, neue Werkzeuge gelernt haben, sich genau überlegt haben, wie sie es machen wollten auf dieser Stufe. Und wir haben auch deren Verkäufer vor Ort trainiert, um gemeinsam mit den Führungskräften einen neuen Verkaufsprozess einzuziehen. Was diese Freunde Möbelhändler wollten, war Hilfe zur Selbsthilfe. Sie haben gesagt, Mann, Witt, wir brauchen dich nicht 50 Tage im Jahr. Wir sind selber ganz gerne auf der Fläche. Wir steuern aktiv. Wir müssen nur wissen, wie wir steuern sollen. Und die Art, wie wir bis jetzt mit unseren Verkäufern gearbeitet haben, einfach zu sagen, jetzt mach's mal anders, es hat nicht funktioniert. Denn die haben es nicht anders gemacht. Das heißt, wir brauchen auch andere Führungswerkzeuge. Und so wurde das Durchsetzungsprogramm geboren. Mittlerweile haben wir doch über 100 Firmen mit dem Durchsetzungsprogramm zu 10-20% mehr Abschöpfung gebracht. Das heißt, die machen alle 10-20% mehr Umsatz bei gleicher Frequenz oder fangen Frequenzrückgänge auf. Das heißt, das Durchsetzungsprogramm lohnt sich sofort. Und nach dem Durchsetzungsprogramm brauchen Sie nie wieder einen externen Trainer. Denn Sie und Ihre Führungskräfte sind die Trainer und können selbstständig den neuen Prozess am Laufen halten. Prozesse machen Ihr Unternehmen erfolgreich. Und in unseren Programmen helfen wir Ihnen, Prozesse einzuziehen, damit Erfolg nicht so personen- und tagesformabhängig ist.